Das Buch der Macht, absolute Freiheit und Selbstbestimmung im Jahre Null nach der Zeitenwende. Kapitel 21, kreatives Denken. Das Leben ist letzten Endes ein Spiel, in dem es darum geht, Erfahrungen zu machen und etwas zu lernen. Du selbst hast es erdacht. Du selbst hast dich erdacht. Das tust du ständig. Allerdings geschieht dies meist unbewusst. Das macht dich verwundbar, denn es eröffnet fremden Mächten die Tore, dich zu manipulieren und dir Spielbedingungen aufzudrücken, die nicht in deinem, sondern in ihrem Sinne sind. Wenn du das Maximum an Erkenntnis und Freude aus deinem Spiel ziehen willst, wäre es hilfreich, eine möglichst gute Kenntnis der Regeln zu haben, die in diesem Spiel gelten. Und genau hiervon handelt dieses Kapitel. Einige Spielregeln, die du nutzen kannst. Erstens, wann immer du denkst, ich bin dieses oder jenes, stattest du den Protagonisten im Spiel deines Lebens mit den entsprechenden Eigenschaften aus. Zweitens, wann immer du denkst, ich habe dieses oder jenes, drückst du deinem Protagonisten entsprechende Tools oder Werkzeuge in die Hand. Drittens, wann immer du denkst, das gefällt mir oder dieses und jenes will ich haben, versiehst du deinen Protagonisten mit den entsprechenden Aufträgen, die er abzuleisten hat. In dieser und ähnlicher Art gestaltest du ständig, ohne dass du dir dessen bewusst bist, die multidimensionale Realität jenes Spiels, das du dein Leben nennst. Wann immer du denkst, lecker, was für ein wunderbares und gesundes Essen, bist du im Begriff, die Qualität deiner Nahrung zu verbessern. Und wenn du denkst, das ist ein ungenießbarer Fraß, dann würdigst du es im gleichen Moment ab. Gleiches gilt auch in Bezug auf die Programmierung deiner Mitspieler. Wenn du denkst, ich bin nur von Schwachköpfen umgeben oder auf keinen kann ich mich verlassen, dann bist du im Begriff, anspruchsvolle Spielbedingungen zu kreieren. Du könntest es definitiv schöner und leichter haben, wenn du andere Programmierungen installiertest. Falls du es gerne leichter hättest, könntest du zum Beispiel mit Programmierungen wie »Mir gefällt, wie du dich mir gegenüber verhältst« oder »Ich sehe einen wundervollen Menschen in dir« arbeiten. Im Grunde brauchst du nur eines zu verstehen, nämlich, dass jeder deiner Gedanken eine Verfügung ist, die eine entsprechende Verkörperung in der Matrix deines Spiels nach sich zieht. Eigentlich ist es ganz einfach. Das Problem besteht lediglich darin, dass du, wie wir alle, sozusagen umgekehrt oder falsch herum erzogen wurden. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir alle mehr oder weniger dazu erzogen wurden, das zu wiederholen, was uns gesagt und gezeigt wurde, jedoch nicht dazu angeregt wurden, kreativ zu denken,
also mit unseren Gedanken, das zu bezeichnen, was wir zu erfahren wünschen. Kreatives Denken bedeutet daher, dass du deine Vorstellungen, deine Gedanken und Worte ausschließlich dafür verwendest, zu beschreiben, was du auf der Leinwand der äußeren Welt sehen, erfahren und manifestieren willst. Würdest du deine Gedanken, Worte und Vorstellungen in dieser Weise benutzen, dann wären sie Schöpfungswerkzeuge. Bisher verwendest du sie jedoch weitgehend dazu, eine äußere, von dir getrennte Wirklichkeit zu beschreiben. Doch tatsächlich erschaffst du sie hierdurch überhaupt erst. Im Falle des kreativen Denkens würdest du deine Gedanken, Worte und Vorstellungen umgekehrt verwenden, nämlich um innere Wirklichkeiten zu erschaffen, die du als Manifestationen in der Welt verwirklicht sehen möchtest. In diesem Sinne kannst du deine Gedanken mit Stiften, Pinseln und Farben vergleichen, mit denen du jene Objekte in dein Bewusstsein schreiben oder malen kannst, die du in der Folge als sinnlich erfahrbare Realitäten im Außen erfahren willst. So funktioniert es immer. Doch da du umgekehrt erzogen wurdest, glaubst du, mit deinen Gedanken und Worten lediglich Beschreibungen einer äußeren, von dir getrennten Wirklichkeit zu formulieren. Dass du sie hierdurch erschaffst, hat dir indessen niemand gesagt. Das zu lernen, ist der Sinn des Spiels. Also aus der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung zu kommen. Das ist die Meisterschaft im gegenwärtigen Level des Spiels. Wenn du erkennst, was kreatives Denken bedeutet und es dir zu einer Gewohnheit machst, wird es dir möglich sein, aus dir selbst heraus zu schöpfen, was du willst und was du brauchst, ohne von dem abhängig zu sein, was dir die Welt vorhält. Wenn du beispielsweise einen geeigneten Partner oder Partnerin suchtest, würdest du, sofern du kreativ, also schöpferisch vorgehen wolltest, eine genaue Skizze oder Zeichnung in deinem Bewusstsein anfertigen, die exakt deinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht und so lange mit deiner Aufmerksamkeit in der von dir geschaffenen inneren Realität verweilen, bis dir der entsprechende Mensch von hinten auf die Schulter klopft, also dir im Außen begegnet. Falls du nun befürchtest, dass es dann möglicherweise keine Überraschungen mehr in deinem Leben gibt, dann denkst du bereits genau in die richtige Richtung. Tatsächlich gibt es überhaupt nie Überraschungen, auch jetzt nicht. Es kommt dir nur deshalb so vor, als ob es welche gäbe, weil du um deren Ursachen vergessen hast. Entsprechend des Gesetzes von Ursache und Wirkung gibt es keine Verwirklichung ohne Ursache. Doch es gibt Menschen, die vergessen haben, welche Ursachen sie gesetzt haben.
Nach meinem Erkenntnisstand ist die äußere Welt eine Schattenwelt. Sie ist eine Projektion der inneren Welt im Außen. Das heißt, dass die äußere Welt aus der inneren Welt hervorgeht. Doch den meisten Menschen erscheint es genau umgekehrt. Und das ist das Wesen der Täuschung. Wenn du kreatives Denken in deinem Leben umsetzen willst, musst du daher in gewissem Sinne alles umgekehrt machen, als du es bisher gewohnt bist. Da aber all dies gegen alle deine bisherigen Gewohnheiten, Überzeugungen und deine Erziehung steht, würde es dich sehr viel Vertrauen, Mut und Disziplin kosten, wenn du es für dich nutzen wolltest. Um es dir leichter zu machen, könntest du dir die selbst gewählte Aufgabe stellen, für einen einzigen Tag kreativ zu denken und zu leben. Hiermit wäre immerhin ein Anfang gemacht. Die Verwendung von Steuerungen, wie du sie in diesem Buch findest, könnte dir in deinen Bemühungen von sehr großem Nutzen sein. Du kannst die Steuerungen als Krücken betrachten, die dir dabei helfen können, auf deine eigenen kreativen Beine zu kommen. Es wird zwar vermutlich ein Weilchen dauern, bis du in der Lage dazu sein wirst, ohne Krücken zu gehen, doch die Übung macht den Meister. Im Folgenden möchte ich dir ein paar Steuerungen anbieten, die du in deinem Bewusstsein hochladen kannst, um deine Spieloberfläche und die Ausstattung deines Players zu optimieren. Letztlich geht es darum, die Worte in dein Bewusstsein zu zeichnen, jedoch nicht als schwarz-weiß Strichzeichnung, sondern als multidimensionale Realität, die alle deine Sinne anzusprechen vermag. Schließlich möchtest du ja auch Manifestationen erzielen, die alle deine Sinne anzusprechen vermögen, oder? Los geht's! Das Leben ist wunderbar. Ich bin vollkommen frei. Ich bin mir darüber bewusst, wer ich bin, was ich will und was ich brauche. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Meine Bedürfnisse sind an jedem Ort erfüllt. Ich bin an jedem Ort zu Hause. Es geht mir von Tag zu Tag besser. Ich bin die volle Verwirklichung dessen, was ich verfüge. Ich habe gesunde und starke Zähne. Alles, was ich zum Leben brauche, strömt aus allen Richtungen in meine Erfahrung. Ich bin von allem Guten umgeben. Ich bin mit allen Menschen in meinem Umfeld im Guten verbunden. Ich bin bei voller Klarheit, Kraft und Gesundheit. Meine Versorgung ist unendlich. Ich bin das Licht, das diese Welt erleuchtet. Na, wie fühlt es sich an, wenn du in solcher Weise über dich und dein Leben denkst? Kannst du es dir leisten, so zu denken? Oder hast du Angst, dass dir der Himmel auf den Kopf fällt?
entspann dich. Da ist niemand, der dich strafen könnte. Wenn du es dir erlaubst, das Beste für dich zu beanspruchen. Du selbst bist es, der sich fortwährend bestraft, sonst niemand. Du kannst denken, was du willst. Du bist frei und andere sind es auch. Dein Wille geschieht, so wie du ihn verfügst. Also warum nicht das Schönste, Größte und Beste verfügen? Schau dir an, wie es deinem Blutdruck geht, wenn du dich mit solch wunderbaren Steuerungen erfüllst. Mit Sicherheit geht es ihm besser. Denn im umgekehrten Fall, also wenn du dich mit elenden Selbstverurteilungen erfüllst, funktioniert es ja auch ganz gut. Ende dieses Kapitels. Nächstes Kapitel: Dem Mensch geschieht nach seinem Glauben.